junkfoodtaster.com. Und jetzt gibt es Rittersport, gebrannte Mandel, Winterkreation. Ja, das ist eine Schokolade aus der Winterserie von Rittersport. So, die anderen habe ich auch gekauft. Die anderen sind Kokosmakrone und dunkle Nougatcreme. Die werde ich demnächst aber verfilmen. Jetzt geht es um die gebrannte Mandel. Ja, das finde ich ganz interessant, dass die... Ich finde es erstmal interessant, dass der... Guck mal, der Weihnachtsmann besteht aus eckigen Schneeblöcken. Das ist ganz interessant, dass man jetzt hier keine Weihnachtsreferenz hat, sondern eine Winterreferenz. Das verkaufen die höchstwahrscheinlich ja dann auch noch nach Weihnachten. Ja, gut. Öffne ich es mal umständlich. Ja. Okay. Unter anderem, weil ich noch ein Foto davon machen will, bevor ich es kaputt mache. Ja, Rittersport. Und Rückseite. Okay, gebrannte Mandel klingt natürlich lecker. Jetzt schneide ich immer was frei. Oh, das cut stuff. Gut, ja. So. Das wäre fast was fürs Junkfood Taster Quiz auf Facebook, oder? Das wird richtig schwer dann. So, ein bisschen. Ja, das erkennt man. Das Schriftzug darf man natürlich nicht lesen. Okay, ja. Ja, ist halt Schokolade und drin ist irgendwas. Jetzt werde ich mal ein bisschen naschen hier. Überzeugt mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Sehr süß. Also die Schokolade ist ja eh schon an sich süß. Und dann hat man die gebrannte Mandel. Und so richtig dieses Feeling von gebrannte Mandel will nicht aufkommen. Ja. Ja, es gibt halt deutlich bessere Rittersportmarken als die jetzt. Weshalb? Das Draw nur. Ja, aber eigentlich ist er, das ist schön knusprig dadurch, ja. Aber es könnte, ja, richtig Stimmung kommt da nicht auf. Okay, gut, jetzt auf Englisch nochmal. So, I just reviewed a chocolate. And this is like a seasonal one. It's a Rittersport Winter Edition. And it's like the almond, like you have this. It's basically almond in a like sugar jacket. And this is normally sold on like Christmas markets and stuff. I also reviewed such product like standalone without chocolate. Yeah, gebrannte Mandel. Yeah, and the Rittersport have a winter series. I think it's three of them, at least my little had three. This is the other two, dark nougat cream and cocos macarons. Yeah, our boxes will be reviewed later, so stay tuned. Yeah, the snowman is like with cubes, let's not care. The stuff, like the almonds make it very crunchy. Problem here, so, is
the chocolate itself is very sweet, and the almonds are very sweet, so it's a little bit too sweet, and you don't really get the feeling of the almonds. Yeah, probably should have put in more almonds or something, I don't know. Yeah, they're like far better Rittersport thing than this, but okay, it's like a Rittersport is very good in like having tons of different flavors. Yeah, so it's exciting to check out every time a new one. So, but like the chocolate quality and stuff is very good, so like Ritter is like an independent chocolate producer from Germany, and it's a very good chocolate quality, you have to tell this. And the viewer said that Ritter is also available in the UK, so yeah. I don't know about the States or other regions, but like seems to be available in UK. Yeah. Okay, guys, thank you.